Ah. Rückenhaarsample. Könnte man einfach ausgesetzt, man bekommt den Mottenkugelgeruch raus. Ein Sample? Ja, okay, Moment. Wir haben ein Sample. Also, Computerkern. Schauen wir mal, was für ein Tier das mal war. So dubios das auch klingt. Scanner DNA-Probe. Wiep. Erkenne Spezies. Silberrücken-Gorilla. Nein, Moment, ältester. Und den nehme ich bestimmt nicht nochmal in meine Datenbank auf. Letztes Mal hat sein Gencode meine Subprozessoren benutzt, um seine Fußdaten zu enttarnen. Aber du hast doch gar kein Sicherheitsprotokoll mehr. Hm. Irgendwie war auf die. Das liegt daran, dass das Verzeichnis mit dem Gencode gelöscht wurde. Aber keine Sorge, die Datenbank lädt nur die Tiere. Und wo bekommt. Das hier ist Elysium. Du musst gar nichts tun, was du nicht willst. Hurra! Hurra! Ein Haarsample. Also hier haben wir jetzt. War der Affe schon vorher da? Was gibt? Ich habe 10.000 Spaßpunkte. Wow, Glückwunsch. Zu dumm, dass die Ältesten gerade mit Serviceproblemen in der Chill-Out-Zone zu kämpfen haben. Aber keine Bange. Sobald sie die Fehler beseitigt haben, bekommst du deine Audienz. Und dann gibt es auch frischen Zupfkuchen. Ein bisschen weniger. Mal angenommen, jemand hätte Ronnys Datenbank gelöscht. Wäre das sehr schlimm? Keine Sorge, mein Junge. Das kann nicht passieren. Da müsste ja jemand vorsätzlich im Computerkern einbrechen und die Festplatte manipulieren. Und so dumm ist nun wirklich niemand. Oder so waghalsig gerissen und tollkühn. Nein, ich meinte schon dumm. Immerhin würde er riskieren, ganz Elysium zu zerstören. Ach, halt die Schnauze. Okay. Danke für nichts. Keine Ursache. Das ist mein Job. Der Affe, der da oben chillt, macht gar nichts. Meine Hände. Mehr Bälle können wir nicht nehmen. Wie wäre es mit diesen Silberrücken-Gorilla-Rückenhaaren? Oh ja, das ist hübsch. Und männlich ist es auch. So weich. Und edel. Außerdem ist Silber gerade voll in. Trotzdem irgendwie zeitlos. Dann ist es entschieden. Endlich. Hier, behalte diese Stoffproben. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Perfekt, okay. Und das könnten echte Tiere gewesen sein, die wir einscannen können. Dann mal los. Sieht gut aus. Erkenne Spezies. Zobelstreifenbär. Update Datenbank und drücke Sicherungsdatasette. Lass dir Zeit, Ronny. Passt. Die nächste Datasette haben wir, dann Stinkmuffel. Scanne DNA-Probe. Keine Spezies erkannt. Die Probe ist synthetisch. Okay. Schade. Oh, und dann haben wir es ganz entsorgt. Na gut. Scanne DNA-Probe. Keine Spezies erkannt. Die Probe. Und wieder. Scanne DNA. Hey, hey, das war meine Hand. Erkenne Spezies. Clown-Klon. Bitte was? Du rubrizierst mich unter Clown-Klon? Update Datenbank und drücke Sicherungsdatasette. Das ist ja unerhört. Oh, okay, wir haben drei Datasetten. Chill-Out-Zone. Der eine wollte einen Clown. Können wir auch direkt so reinlegen, I guess. Speichern wir mal. Clown. Na, Benners will, ne?
Bravo! Großartig! Da Capo! Da Capo! Ich wusste, dass ich das Zeug zum Erfolgsproduzenten habe. Und dabei habe ich noch nicht mal damit angefangen, Urlaube zu streichen. Juhu, er ist glücklich. Aber um den Laden voll zu bekommen, vielleicht doch ein bisschen zu anspruchsvoll. Geht er jetzt mit? Ich brauche die... Und du sollst sie bekommen. Immerhin habe ich die Situation hier endlich wieder im Griff. Sag mir einfach Bescheid, wenn die anderen beiden soweit sind. Und bis dahin genieße ich mein Essen und Trinken in geselligem Ambiente. Na, Postmahlzeit. Okay, er ist ready. Lass mir mal die Datasette einfach schnell drin liegen. Er will noch eine Massage. Kommst du jetzt endlich mit? Nein, ich bestimmt. Aber dies. Ach, wo sind nur die Klonbediensteten, die sonst immer defekte Roboter ersetzen? Bleib mir mit deinem. Ich bin nicht. Ach, dieses ganze. Wir brauchen einen Klonbediensteten. Er will noch ein weiches Tier. Der 10.000, stellen Sie sofort alle Streichelaktivitäten ein und... Gib dir keine Mühe. Es hat sich vorerst ausgestreichelt. Irgendetwas scheint mit der Tierdatenbank nicht zu stimmen. Das System will mir einfach keinen Streifenzobel mehr ausspucken. Wie sollen sich die armen Bürger ihren Alltag versüßen, wenn es keine Streifenzobel zu streicheln gibt? Welche armen Bürger denn? Ich sehe außer dir keinen. Kein Wunder. Es gibt ja auch keine Streifenzobel, die man streicheln könnte. Was für ein Desaster. Okay, aber die haben wir ja. Sollten die hier gewesen sein? Ups. Ein Streicheltier? Nee. Ich meinte natürlich das hier. Oder so? Was soll das denn sein? Ein Streicheltier natürlich. Bist du irre? Das ist ja viel zu groß. So kann das doch niemand streicheln. Nimm es weg. Also, er möchte seinen Streifenzobel. Der ist begnügt. Wir nehmen... Was für ein Wir nehmen trotzdem mal die Datasette. Und er will noch jemand, der massiert. Beim Massieren habe ich keine Ahnung. Den Streifenzobel können wir, glaube ich, herstellen. Und da kann man auch gleich hier alle Kombinationen der drei Datasetten durchgehen für den Wolpertinger-Generator. Nehmen wir mal die Datasette. Und die Datasette. Ich glaube, für den Streifenzubel brauchen wir keinen Mensch. Die tauscht man dann aus. Okay. Das Ding soll auf jeden Fall keine Hörner haben. Es soll auch glücklich aussehen. Naja, es soll flauschig sein. Farbe. Das kann ja von mir aus gelb bleiben. Statur. Klein auf jeden Fall. Ja. Dann will ich die Datasette. Und raus. Haben wir es jetzt geändert? Theoretisch schon. Das ist genau die falsche. Ein Streichel. Das ist ja so kalt. Ja, ups. Datasette 1 war es natürlich. Huch. Ein Streichel. Es ist schön flauschig, aber es ist kein Zobel. Ihm fehlen die typischen Zobelstreifen. Versuch's. Okay, also wir haben die Größe und die Form. Dann machen wir mal das Ding, unsere Hauptdatasette, die 1,
und den Clown. Hat der Streifen? Er sollte schon Streifen haben. Behaarung. Nee, flauschig passt. Gemüt kann passen. Passt auch. Statur bleibt, also Farbe. Maybe. Oder wer hatte den Streifen? Nee, jetzt ist er gepunktet. Okay, nee, also Clown wieder zurück. Data Seite 1. Ach, hör auf, so lange einzulesen. Was ist denn das? Und Data Seite 2. Mal wieder zurück. Schmeißen die raus. Nehmen Data Seite 3. So. Dann braucht man doch nur eins und die andere. Oder mal gucken, was er sagt. Huch. Ein Streit. Oh, es ist flauschig, hat Zobelstreifen und zu aggressiv ist es auch nicht. Welch Wonne. Ja, gut, er ist glücklich. Huch. Er war glücklich. Ah, okay. Das ist ja so. Ja, ja. Du kriegst da ein Zobelding. Das hat alle Eigenschaften, die es braucht. Oh, es ist. Und wir gehen mal weiter. Ich speichere mal gerade, dass ich privat dann noch die ganze Kombination durchgehen kann. Dann müssen wir jetzt hier mit dem Clown noch arbeiten. Und mit dem anderen Ding. Und der Clown soll ja ein bisschen mächtiger werden. Farbig passt. Behaarung passt auch. Gemüt passt auch. Extremität passt auch. Ich glaube, wir müssen nur das ändern. So, schauen wir mal, ob du mit dem Clown auch extrem zufrieden bist. Was? Oh Gott, wieso kriege ich das mit den Dada-Sätzen nicht hin? Ach, ich habe das komplett vertauscht, ne? Ich wusste. Ja, er sagt auch nichts mehr. Aber um den Laden voll zu bekommen, vielleicht doch ein bisschen zu anspruchsvoll. Oder? Gehen wir mal in den Computerkern, da müssen wir nämlich die dritte Datasette einfügen. Nee, passt nur nicht so ganz. Okay, dann. Oder hätte ich beim. Ich glaube, der Zobel ist richtig. Dann nehmen wir doch nochmal die Clowns-Kassette. Legen die rein. Clown? Okay, Clown ist gerade komplett das Monster. Ups. So, Clown. Macht das. Clown ist witzig. Clown hat Lederhosen, whatever. Clown ist dünn. Clown ist bunt. Raus da. Haben wir auch wirklich die Clowns-Kassette mit dem Clown. Ich wusste. Und dabei habe ich. So, und gehen zum Computerkern und machen hier die dritte rein. Aber er ist ein bisschen dick. Nee, ich habe keine Ahnung. Okay. Wir brauchen Massage. Also, er ist wirklich happy. Danke, unbekannter elysianischer Bürger mit frappierender Ähnlichkeit zu unserem Klonbediensteten und Inspektor Cletus. Du hast einen alten Mann sehr glücklich gemacht.
Heißt das, du kommst endlich mit zum Ältestenrat? Natürlich, Junge. Sag einfach Bescheid, wenn du die anderen beiden überzeugt hast. Ja. Zwei sind überzeugt. Er ist auch happy. Wir checken nochmal nach. Ich brauche. Und immerhin hab. Sag mir. Und bis. Ja. Okay. Und. Nur der Kumpel hier. Wo ist denn der? Im Computerkern. Eigentlich sollte Ronny alle Dienstbots im Störfall automatisch ersetzen. Wir hätten ihn gestern vielleicht nicht als Zielscheibe fürs Shampoos-Korkenweitschießen benutzen sollen. Okay. Die ist tatsächlich noch ein bisschen falsch. Was? Ja, du kriegst dein Ding noch. Aber wir müssen was ändern. Du kommst zurück. Ich glaube, dass der Zobel eigentlich richtig ist. Der Clown muss bunt sein. Der Clown muss auch den Hut tragen. Sollen wir die Behaarung ändern? Wir können das auch so mal schnell checken. Ach du Scheiße. Huch. Ein das ist ja. Nee. Das. Was macht die andere Diskette dann? Oh Huch. Gott. Ein Stab. Das ist. Oh Gott. Weird. Wir haben jetzt gerade nur zwei Sachen geändert, aber es sieht schon so komplett hässlich anders aus. Ne, eine Sache haben wir geändert. Okay, Clown. Ah. Was braucht der Masseur? Was braucht der? Ich habe keine Ahnung. Mit dem Zobel ist er voll fein. Was haben wir jetzt hier nochmal... Das war jetzt die Ursprungsstatur. Nee, Statur muss schon hier bei dem bleiben. Ich glaube, wir müssen nur beim Clown bei ihm durchwechseln. Machen wir ihn wirklich mal schmaler. Clown bleibt bunt. Ja. Huch! Ein Streichelt hier. Das ist. So ist der jetzt. Wieso war der jetzt bunt? Das. Huch! Hä? Das ist ja. So kann das. So weird. Okay. Ich schaue einfach schnell nach. Machen wir da Tatsache 1. Ach. Tatsächlich? Okay. Ne, wir haben hier eine Änderung. Das. Ne, das stimmt. Das braucht tatsächlich Hörner. Muss lächeln. Hat Behaarung. Ist vier Dinge. Ja, okay. So passt die 1. So, und dann haben wir noch Datasette 2 und 3. So, und jetzt können wir schauen. Das hier ist der Clown. Der Clown braucht Clownshut. Sehr
Dings, Behaarung ist... Keine Ahnung. Gepunktet muss er auch auf jeden Fall sein. Ich teste den Clown mal so, wie er... Hoch. So, wie er ist. Das Rätsel ist extrem bescheuert. Vor allem, dass man hier nicht skippen kann. Nee, das. Huch! Ein Sch. Das ist so. Ja, nee, aber das hatten wir ja schon mal. Ne, ja, da habe ich nichts geändert. Okay, wie sieht sein Idealtier aus? Das hat jetzt keine Hörner. Ein Streit. Oh, es ist flach. Aber das hat jetzt keine Hörner. Ich weiß nicht, was deren Ding da ist. So, naja. Bär, böses Gesicht, keine Körperbehaarung haben wir. Normal gebaut, gelbe Ding. Aber welche Dataset ist es denn? Der Ginkgo mit mächtigen gelber und. Ach so, ich glaube, wir müssen hier einfach nur alles vertauschen. So, und das war das Einzige, was daran falsch war. Schauen wir mal. Ich glaube, das war nämlich das Problem. Nee, es bleibt trotzdem. Oh, ein Streicheltier. Das ist. Wie sieht der Clown? Nee, das soll der Clown sein. Schauen wir nochmal. Datasette 1. Ist gehörend. Ja, passt. Datasette 2. Braucht die Bärenextremität. Haben wir böses Gesicht. Haben wir keine Körperbehaarung. Sieht so aus. Normal gebaut. Also dünn und gelbe Farbe. Ne, das scheint alles zu passen. Dann kriegst du hier die Datasette. Oh oh. Ja, ja, das genau richtig. Er freut sich. Er kriegt seinen Clown. Das ja nicht hab. Aber das ist irgendwie auf der falschen Datasette, also kriegt er den Clown. Ich wusste, dabei habe ich noch. Okay, und Computerkern. Und der kriegt den Masseur. Nicht. Da stimmt irgendwas nicht. Also selbst mit Guide. Hä? Dataset 2. Oder, ach so. Auch wie ich es jetzt gerade lese. Lassen wir das Ding einfach drin. Nanu, was ist denn hier passiert? Ah, okay. Wir müssen das einfach drin lassen. Okay, da hätten aber auch wahrscheinlich die anderen Kombinationen funktioniert, die ich mir erdacht habe. Okay. Zum Spa, zur Cocktailbar. Komisch, alle weg. Ja, ist sehr komisch irgendwie. Hui. Uiuiui. Jemand zu Hause? Nein! Verschwinde! Ahnte ich es doch. Hier versteckt ihr euch also. Nicht doch die Tür auflassen. Schnell, komm rein. Hier. Au, ist das eng. Und bah, so glitschig. Psst, jetzt. Sie sind noch da draußen. Wer ist da draußen? Fulox. Sie sind überall. Ach, wie konnte es nur dazu kommen? Ja, das frage ich mir auch. Aber bevor wir uns mit Schuldzuweisungen aufhalten, sollten wir uns lieber auf das Problem konzentrieren. Du hast recht. Im Ältestenrat gibt es eine Notfallkonsole. Aber wie sollen wir da jemals hinkommen? Der Weg zum Fahrstuhl ist viel zu gefährlich. Unsinn. Da draußen ist alles frei. Keine Spur von... Ah! Ich wüsste einen Weg. Ah!
Ach du, sag mal, musst du dich so ranschleichen? Was treibst du da überhaupt? Ich habe einen Belüftungskanal gefunden, der den ganzen Aufzugsschacht entlang führt. Kein leichter Aufstieg, aber immer noch besser als die offensichtliche Alternative. Wir müssten nur irgendwie dieses Gitter aufbekommen. Den ganzen Lüftungsschacht bis zum Ältestenrad? Ich weiß nicht. Ach, es kommt bestimmt bald Hilfe. Und wir haben noch 2 Stunden Saunazeit übrig. Ja, aber da geht's beim nächsten Mal weiter. Oh, das ist eine sehr, sehr tolle Szene hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Hans-Peter. Ciao.